Ich begrüße euch zu meinem Projekt, die Lötstation. In diesem Projekt werde ich eine Lötstation aufbauen, von der Idee des Schaltplans bis hin zum Gehäuse, das Herstellen der Leiterplatte, den Aufbau, die Programmierung, Inbetriebnahme und alles, was dazugehört. Dieses Projekt teile ich in 4 einzelne Videos. Im Teil 1 besprechen wir den Schaltplan, welche Ideen und Überlegungen ich dazu getroffen habe und fertigen ein Layout. Im zweiten Teil plane ich dann das Gehäuse und zeige, wie ich die Leiterplatte, die wir in dem heutigen Video erstellen, fertige. Im Teil 3 erkläre ich, wie ich die Leiterplatte bestücke, nach welchen Regeln ich dort vorgehe und was alles zu beachten ist. Des Weiteren erzähle ich, wie ich eine Schaltung in Betrieb nehme, worauf zu achten ist, welche Sachen man vorher prüfen kann, um Schäden zu vermeiden und eine lange Fehlersuche zu reduzieren. Im vierten Teil zeige ich dann, wie ich den Arduino Nano, der sich auf der Lötstation befindet, programmiere, einen Regler auslege und ein wenig Mathematik darum betreibe. Durch Zufall sind mir diese Vella-Lötspitzen in die Hand gefallen und ich habe mich gefragt, ob ich nicht eine Schaltung ringsherum entwerfen kann, wie ich diese ansteuern kann. Und dabei habe ich ein wenig im Internet recherchiert, verschiedenste Schaltungen gefunden und wollte euch nun mit auf den Weg nehmen, wie ich von der Schaltungsidee oder der Problemstellung bis zur fertigen Schaltung komme und auf was ich ringsherum alles achte. Also beginnen wir als erstes mit dem Schaltplan. Zum Erstellen des Schaltplans und dem Layout nutzen wir in diesem Fall das Programm Eagle. Eagle ist ein CAD-CAM-Programm, mit dem ich Leiterplatten designen kann und Schaltpläne erstellen kann. Den Schaltplan hier, den wir schon bereits im Bild sehen, der teilt sich in mehrere Kästchen auf. Also ich habe die so gestaltet, dass wir hier einmal den Arduino haben, die Taster, den Displayanschluss, den Ausgang, Output, Messschaltung und Power. Als erstes schauen wir uns den Ausgang oder Eingang, den Anschluss der 3,5 mm Buchse an. Über den geht das Temperatursignal herein vom Lötkolben und die Heizleistung wird an die Spitze geführt. Als nächstes schauen wir uns den Poweranschluss an. In diesem wird der Eingang von unserer Spannung, Versorgungsspannung, beschaltet. Das geht über eine ganz normale DC-Buchse. Um sicherzugehen, dass keine verpolte Spannung anliegt, da Musiknetzteile immer den Pluspol außen haben und ganz normale Netzteile den Pluspol innen haben, habe ich dahinter einen Gleichrichter eingebaut. Rechts daneben ist ein Spannungsteller zu sehen mit dem Teilungsverhältnis 10 zu 1. Das ist dazu da, um zu wissen, wie viel Spannung auf das Heizelement geleitet wird, weil sich durch den Widerstand der Heizspule und die Spannung die Leistung ergibt. Des Weiteren brauchen wir noch die 5 Volt Versorgungsspannung für unseren Arduino. Die wird mit einem Referenzspannungsregler bereitgestellt. Dieser braucht mehr als 5 Volt, immer genau 2 Volt mehr als die Ausgangsspannung, also in diesem Fall 7 Volt Eingangsspannung, und den Rest der Spannung verbrennt er so weit, dass hinten immer 5 Volt herauskommen. Dann kommen wir zur Messschaltung. Die Messschaltung, das Herzstück unserer Messschaltung, ist der Operationsverstärker hier in der Mitte. Der ist als nicht invertierender Operationsverstärker aufgebaut, also alles, was hier reingeht, kommt mit dem Verstärkungsfaktor am Ausgang raus. Ringsherum haben wir noch ein bisschen Schutzbeschaltung drauf. Ein 10 Mega Ohm Pull-Up-Widerstand sollte unser Sensor nicht angeschlossen sein. Dann haben wir einen Tiefpassfilter hier ebenfalls eingebaut. Diese beiden Widerstände stellen das Verstärkungsverhältnis ein und wir haben nochmal einen Tiefpassfilter am Ausgang plus einen Jumper.
Dieser Jumper ist für mich, wenn ich mit der Lötstation noch andere Projekte umsetzen möchte, die vielleicht in Zukunft noch kommen können, kann ich mir diese Messaufbereitungsschaltung zunutze machen, um zum Beispiel einen Regler extern von der Steuerung von der Schaltung auszulegen und damit Sachen rumexperimentieren. Genau, der 100 Nanofarad Kondensator ist zum Blocken von entstehenden Spitzen beim Arbeiten des Operationsverstärkers. Ich nehme euch mal mit zur Auswahl des Operationsverstärkers. Ich habe mich schon für diesen Operationsverstärker hier entschieden, aber ich zeige euch, worauf ich geachtet habe dabei. Als erstes brauchen wir die Anforderungen. Wir brauchen einen Operationsverstärker, der von 0 bis 5 Volt operiert und auch da in diesem Bereich alles ausgeben kann, also Rail-to-Rail-Output. Das heißt, Betriebsspannung kann auch wirklich am Ausgang anliegen. Dann die Supply Voltage Range ist bei uns 5 Volt und wir können den mit plus minus 1,8 Volt bis plus minus 18 Volt betreiben. Also sind wir auch wunderbar in dem Bereich drin. Dann geht es um die Geschwindigkeit und Noise. Also hier steht ja schon bereits Low Noise und High Voltage. Präzisions-Op-Amp. Das können wir hier hinten in den Applications, wenn wir da mal schnell durchgucken, Sensor, genau das, was wir wollen, ablesen. Aber es ist für uns natürlich einfacher, direkt in die Daten reinzuschauen. Dafür gucken wir uns hier sehen wir das Package. Wir haben SOIC8 Package, also ein SMD-Package. Das ist ja kein Problem, sehr einfach zu löten. Und dann kommen wir hier zu der Gain, also von einem Gain von 120 ist die Verstärkung in dB vollkommen ausreichend. Die Drift 0,3 Mikrovolt pro Grad Celsius Erwärmung ist auch überhaupt kein Problem. Dann die Supply Voltage, die hatten wir gerade eben schon gesehen. E-Out ist auch in manchen Anwendungen sehr interessant. Wir haben jetzt hier 0,9 mA, das ist relativ wenig, aber für unsere Anwendung der AD-Wandler vom Arduino, der schluckt nicht so viel Strom, dass das ein großes Problem werden könnte. Zumal unser Tiefpass ja auch das Ganze nicht belastet. Unsere Slew Rate, das heißt, wie schnell kann er auf Änderungen reagieren, sind 3 Volt pro Mikrosekunde. Das ist auch vollkommen ausreichend und eine Bandbreite von 600 kHz. Wir werden ja nie irgendwo in diese Frequenzen kommen, ist vollkommen in Ordnung. Das ist halt ein sehr, sehr, sehr langsames System, so wie ich es aktuell erwarte. Also wird das auch kein weiteres großes Problem werden. Als nächstes zeige ich euch die Beschaltung von unserem Arduino. Der Arduino kriegt hier mehrere Signale ein, die sind alle so benannt und dann mit den entsprechenden Stellen verbunden. Zum Beispiel hier zweimal Supply und zweimal Temp. Das ist einfach nur mal aus Testzwecken habe ich das so erstellt. Ich wollte mal schauen, wie gut die Analog-Digital-Wandler dieselben Ergebnisse zum selben oder fast selben Zeitpunkt liefern. Genau. Temp ist die in der Messaufbereitungsschaltung, die wir gerade eben uns angeschaut haben, das Ergebnis, was am Ende herauskommt von unserem Operationsverstärker, der das Temperatursignal aufbereitet. Supply haben wir auch schon gesehen, das ist die Spannung, die anliegt am Eingang von unserem Heizelement. SCK, SDA, CS, DC und Reset sind jeweils Leitungen, die zu unserem Display führen, das wir noch nicht gesehen haben, aber wir als nächstes uns anschauen. T1, 2, 3, 4, Up und Down sind 5 Taster, die zum Einstellen der Temperatur vorgesehen sind. Heater PWM ist das Signal, welches wir dann als Heizleistung auf unsere Strecke geben, also auf unseren Kolben, genau, um die Temperatur zu regeln.
Dann sehen wir hier spektakuläre Schaltung, alle Pull-Down-Taster, also die Eingänge intern müssen wir dann hochziehen mit Pull-Up. Genau, 5 Taster, T1, 2, 3, das sind die vorgesehenen Temperaturen. Up und Down sind dann nochmal die eingestellten, die Temperaturen, die wir einstellen können. Genau. Hier sehen wir die Verbindung zu unserem Display, SCK, SDA, DC, Reset und Chip Select. Das ist eine sehr einfache Beschaltung und dieser Teil der Schaltung ist eine Endstufe. Hier wird das PWM-Signal vom Arduino verstärkt. Wir könnten direkt vom Arduino auf das Heizelement gehen, aber dadurch, dass das Heizelement so niederohmig ist und der Ausgang vom Arduino nur 20 mA maximal leisten kann, müssen wir hier eine Stromverstärkerschaltung nehmen. Und das wird gemacht, indem wir das V-In-Signal, unsere Spannung, die wir hinten an der DC-DC-Buchse anlegen, direkt auf das Heizelement weiterleiten. Und das passiert mit zwei selbstsperrenden oder nicht leitenden Feldeffekttransistoren, die jeweils sich negieren. Also nicht ist dann wieder das Eingangssignal. Des Weiteren habe ich hier noch einen Jumper eingebaut, der das Ausgangssignal nicht weiterleitet, damit ich mir, bevor ich wirklich den Kolben heiß werden lasse und mir die Finger verbrenne, ich das hier rausziehen kann, den Jumper, und dann nur die LED blinkt. Die LED ist des Weiteren noch ein Indikator, um zu sehen, ob der Lötspitze wirklich heizt. Das war dann der gesamte Schaltplan schon im groben Überblick. Noch zu sagen zu dem Schaltplan: hinter jedem Element, also jedem Widerstand, jedem Kondensator, Operationsverstärker, verbirgt sich eine Bibliothek über das wirklich physische Aussehen dieser Komponenten und die Lage der Pins, sodass jetzt jede grüne Leitung, die wir gerade eben gezogen und gesehen haben, wirklich auch intern verbunden ist mit dem physikalischen Pin, den wir in der reellen Welt dann haben. Um jetzt nun die Verbindung zwischen dem Board und der virtuellen Verbindung auf dem Schaltplan herzustellen, müssen wir uns das Board erstellen. Das Board-Layout erstelle ich mir über den Button Board Schaltplan. Damit wechsle ich dann zu meinem Schaltplan. Jede der gelben Verbindungen, die im Bild zu sehen ist, steht für eine Verbindung, die im Schaltplan gemacht wurde. Als erstes fange ich jetzt an, mir meine Platinengröße, der gelbe Rahmen, der jetzt hier schwarz im Bild zu sehen ist, zu erstellen. Dann fange ich an, mir die Bauteile so zu platzieren, dass die gelben Verbindungen so wenig wie möglich Überkreuzungen haben, weil unsere gelben Verbindungen ja die Leiterzüge sind, die ich am Ende auf der einseitigen Platine ziehen möchte. Dafür fange ich an, mir die ganzen Komponenten jetzt einmal vorzusortieren, so dass zum Beispiel die Spannungsteile jeweils mit dem Teilpunkt genau nebeneinander liegen. Parallel dazu kann ich ja immer wieder schnell im Schaltplan nachgucken, welche Komponenten wo angeordnet sind. Um beim Layouten besonders effizient zu sein, kann ich mir ein Polynom setzen, was ringsherum liegt und dann meine Ground Plane simuliert, also was meine gesamte Massefläche ist. Dann muss ich keine Massefläche mehr layouten, weil mir diese automatisch generiert wird. Also alles, was nicht verbunden ist, ist dann mit Masse verbunden. Genau. Und das ist das gesamte Spiel des Layoutens. Es muss noch darauf geachtet werden, dass sich keine Leiterbahnen überkreuzen, weil ansonsten ja automatisch eine Verbindung wäre. Die ganzen Komponenten an sich müssen so angeordnet sein, dass sie auch wirklich sich nicht beeinflussen. Zum Beispiel
bei Sachen, die sehr viel Wärme abstrahlen, muss darauf geachtet werden, dass die nicht direkt neben Elektrolytkondensatoren sind, die sehr wärmeempfindlich sind. Die Dicke der Leiterbahn richtet sich nach dem Stromfluss, der durch diese Leiterbahn fließen muss. In diesem Fall ist der natürlich viel, viel, viel zu groß gewählt. Aber ich nehme lieber zur Sicherheit eine größere Leiterbahn und schränke mich damit beim Routen eher ein, als dass ich im Nachhinein dann Probleme bekomme. Des Weiteren ist die Fertigungsart, so wie wir unsere Leiterplatte nachher auf der CNC-Fräse fertigen, nicht ganz geeignet für extrem dünne Leiterbahnen. Das ist unser fertiges Design der Leiterplatte. Ihr seht in Rot zwei Brücken, die ich dann doch einbauen musste, was jetzt nicht allzu dramatisch ist, aber ja, nicht ganz optimal aus meiner Sicht. Im nächsten Video seht ihr dann, wie ich diese Leiterplatte anfange zu fertigen, also ein CNC-Programm dafür entwickle, um das dann auf unserer Datron zu fräsen. Des Weiteren zeige ich euch noch, wie ich ein Gehäuse in SolidWorks für diese Leiterplatte erstelle. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Osterzeit.